So, ich habe gestern die Hebebühne sauber gemacht und wie man sehen kann, hier ist kein einziger Tropfen. Das heißt, es ist jetzt wirklich endlich mal alles dicht. Alles ist da, wo es sein muss. Aber wir haben natürlich hier folgendes Problem. Wir haben es ja gestern oder in dem letzten Video gehört. Ich bin mir 100% sicher, die Glocke, die schleift, warum auch immer. Davor hat sie nicht geschliffen, jetzt schleift sie auf einmal. Das werde ich jetzt schnell zerlegen und dann schauen wir mal, was da los ist. So, wir haben die ganze Schraube einmal gelöst. So, hier sehen wir jetzt unsere Kupplungsglocke. Ich besorge mir noch einen originalen Hauptständer, weil das Nachbau ist so ein Dreck. Ich setze ihn auf, ich kann ihn trotzdem schieben, also das macht ja gar keinen Sinn. Egal. Wir zerlegen jetzt einmal die Kupplungsglocke, oder was heißt zerlegen, wir nehmen sie einfach mal ab und schauen, wo die geschliffen hat. Und dann machen wir noch mehr Abstand. So, ich habe das jetzt mal komplett einmal rausgenommen, wieder reingesetzt. Das war dabei. Aber leider, bin ich euch ehrlich, ist es damit einfach nicht getan. Und ich muss kurz den Hauptständer verbauen, weil ich drehe das jetzt von Hand, um zu schauen, ob es wirklich daran liegt. So, ihr habt das Ganze jetzt verbaut. Wie man sehen kann, jetzt tut hier auch nichts mehr schleifen. Ich habe da so eine Unterlegscheibe genommen, habe mir der Dremel das auf die gleiche Größe angepasst. Jetzt haben wir hier genug Abstand. Und dann habe ich noch gemerkt, hier oben beim Unterdruckschlauch, wegen dem Sitz ist er zu kurz und da schlägt den immer raus. Das werden wir auch einmal verlängern und dann schauen wir mal, ob das Ganze läuft. Wie man hören kann, das Problem ist auf jeden Fall erstmal beseitigt. Das ist auch gut, auch wenn ich jetzt am Reifen drehe, das hört sich alles ganz normal an. So, ich habe jetzt ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Und zwar habe ich jetzt hier erstmal unseren Montagekit Hülse drauf gemacht, dass wir hier das hier nutzen können und ich nicht mehr auf diesen scheiß Hauptständer erstmal angewiesen bin. Ja, habe ich noch das hier umgeändert. Ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen zu weit rechts, das ist jetzt so. Und hier können wir dann gleich das Zeug hier befestigen. So gehört sich das auch original eigentlich hin. Aber das spielt erstmal jetzt alles keine Rolle. Ich packe jetzt die GoPro drauf und zeige euch mal grob, wie das sich so fahren lässt. Dass ihr erstmal den ersten Eindruck habt und dann schauen wir weiter. So. Ich bin davor schon eine Runde gefahren und ja, unser Lenkrad war auch leicht schief. Ich habe das einfach jetzt bei der Hebebühne eingepresst und habe es leicht nach links verbogen wieder. Müsste man vielleicht minimal nochmal, ja, minimale Einstellung noch. Also man hört schon, auch beim Gas geben, das ist, kommt jetzt, er baut gar keine Drehzahl auf. Jetzt kommt er. Ja, da müssen wir natürlich einiges einstellen. Achtung. Also irgendwie ist die Power nicht da. Die Bremsen sind echt top. Und Achtung. Also ihr hört's. Das Ding hat gar keine Power. An sich ist es nicht so schlimm. Theoretisch könnten wir das erstmal so lassen. Jetzt habt ihr den ersten Eindruck so ungefähr, wie der sich fahren lässt. Also man hat es gesehen, da geht wirklich gar nichts. An sich ist es nicht schlimm. Es ist sogar eigentlich recht gut. Warum? Weil wenn wir den jetzt so perfekt abstimmen, dass er, keine Ahnung, von Fleck richtig wegballert, dann wird sich der TÜV auch fragen, was ist denn hier los? So, deshalb ist es nicht schlimm. Wir gucken, dass er einfach vom Stand etwas schneller vorankommt und es würde erstmal so passen. Dann machen wir den ganzen Rest zusammen, fahren ihn zum TÜV und dann stimmen wir den erst richtig ab. Ja, hier Bremse kann man sehen. Hier kann man das kaum durchdrücken, aber hier ist es wirklich einfach.
Das ist wahrscheinlich, weil ich kurz da hinten vorhin gelöst habe und es jetzt natürlich auch Luft gezogen hat. So, mal schauen. Also bis jetzt fühlt sich nichts anders an. Ja, das ist schon viel, viel schlechter. Viel, viel schlechter. Aber ich fahre immer zweimal, weil er kurz in dem Moment abkühlt. Man merkt natürlich auch, dass der Vergaser absolut scheiße ist. Sag mal. Nee. Nein, nein, nein. Der kommt ja gar nicht mehr. Ja, gut, dass wir davor auch eine High-End Aerox hatten. Da habe ich sogar tatsächlich noch 4,3 Gewichte da. Das heißt, wir gehen um, was waren das? 3,8, 4,3, genau 0,5 Gramm pro Gewicht gehen wir höher. Habe ich mir gedacht. So, ich habe jetzt einmal die Orangen drin und ich verbaue das Ganze und dann sehen wir uns nochmal bei der GoPro. Ja, für mich ist jetzt hier erstmal Schluss. Für euch geht ganz normal weiter, weil ich an Gegendruckfeder habe ich wirklich überhaupt nichts mehr da. Wir bestellen jetzt so ein Set. Nee. Es ist die Gegendruckfeder. So, es geht auf jeden Fall weiter und zwar Paket ist angekommen. Ich habe hier einfach jetzt von Stage 60 Federn bestellt, weil viele gab es nicht und ich habe einfach mal komplett Dreier-Set bestellt, also weich, mittel, hart und ja, mal schauen mit was wir anfangen. Ich würde sagen, wir bauen einfach die härteste Stufe und gehen Stück für Stück runter, wenn wir merken, es wird besser. Vielleicht wird es direkt gut, man weiß es nicht. Trotzdem möchte ich beides mal austesten. Ich nehme das Ganze jetzt nochmal ab und dann sehen wir uns wieder mit der GoPro. So, ich habe jetzt glaube ich Soft oder Mittel. Ich habe vorhin hart kurz verbaut, aber ich habe sofort gemerkt, das war nichts. Also man sieht, er kommt schon mal besser vom Fleck weg. Das ist schon mal in die richtige Richtung. Okay, also Gegendruckfeder sind wir fast richtig. Ja, doch, doch. Und hier kommt er. Das ist die Kupplung mit der Drehzahl. Die passt noch nicht ganz ein, aber wichtig ist jetzt, wir müssen erstmal finden, welche Gegendruckfeder wir brauchen. Ich fahre jetzt einfach ein paar Mal, dass ich grob weiß, okay, es geht in die Richtung. Wir spielen nochmal. Wir hatten gerade im Soft, jetzt das Medium. Man hört, die Kupplungsglocke schleift minimal. Ich weiß nicht, was da wieder los ist. Was wir jetzt drin haben, ist einmal weiche Feder plus leichte Kupplungsfedern. Also weiß und soft. Okay, das fühlt sich schon mal... Ja, ich kann es gerade irgendwie nicht einschätzen. Also, ich habe jetzt weiche Kupplungsfedern. Wir haben nur die Gewichte geändert. Und weiche Federn.
Gefühl her. Nee, gefällt mir immer noch nicht. Wie gesagt, also Soft und Medium habe ich jetzt gefühlt 3-4 Mal probiert. Und schaut mal. Er kommt. Also ist Medium auf jeden Fall schon mal richtig. Aber ich vermute, wir kriegen nicht die volle Leistung raus wegen unserem Luftfilter. Aber er ist schon viel besser. Ich denke, die Federn, ja. Wir sollten die Federn auf jeden Fall noch ein bisschen mehr spannen. Und dann denke ich, dass wir da auf jeden Fall im richtigen Bereich sind. Was ich vermute, ist der Luftfilterkasten. Ich denke, wir haben viel zu wenig Luft. Boah, der läuft so ruhig. Das ist so geil. Schau mal, man hört gefühlt gar nichts mehr. Weil er kommt an sich sehr gut. So, das Ganze läuft endlich jetzt mal perfekt. Ich habe ihn so abgestimmt. Rauchen tut er jetzt auch nicht mehr viel. Irgendwie hört sich das auch an wie ein Turbomotor. Da zischt was. Aber ich denke, das kommt halt von hier, da hier kein Deckel drauf ist. Was ich auf jeden Fall damit sagen möchte, ist einfach, ich wollte den jetzt nicht zu krass abstimmen. Das machen wir alles danach, weil wir müssen drosseln, alles rausmachen. Das nimmt alles Leistung. Aber fürs TÜV ist er ready. Und ihr solltet halt auch schauen, dass euer Reifen sich so wie hier immer leicht dreht. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass der halt optimal läuft. Was ich auch noch sagen kann ist, ja, an sich motortechnisch bin ich jetzt erstmal so zufrieden, wie er ist. Weil, wie gesagt, wir wollten nicht übertreiben. Nicht, dass der TÜV irgendwie da runterschaut und so weiter. Ich mache da sogar so eine Standardverkleidung, dass wir wirklich nicht auffallen. Aber ich bin euch auch ehrlich, so die TÜV-Leute, die haben nicht so viel Ahnung von dem ganzen Zeug. Die hocken sich nur drauf, fahren kurz eine Runde Probe und das war's. Testen die Bremsen, Lichter und zack, kriegt das Ding TÜV. Und dann geht's ans richtige Tuning. Ich habe auch hier, kommt so ein Adapter, weil viele fragen mich, was das genau sein soll. Weil ihr habt ja hier dieses Gummi und das hebt hier, dass das nicht wegrutscht. Ist das so ein originales Teil. Und die ganzen Schrauben sind verschraubt. Was ich noch mache, ist, hier haben wir leider bei dem Block einen Riss. Da werde ich das hier einmal wegmachen und das hier schleife ich fein, so dass es halt auch, ja, nicht so rüberkommt. Sieht auch scheiße aus. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe noch eine Tablette hier reingemacht, wie man sehen kann. Das ganze Zeug hier, das löst sich schon. Ich muss nur ein bisschen hin und her wackeln. Oder Moment. Seht ihr das? Deswegen lasse ich ihn auch laufen. Ich habe da eine Waschtablette drin. Dann kommt das alte Wasser raus und wir machen wieder was Frisches rein. Und zum Ende gibt es natürlich noch einen kleinen Soundcheck. Und das mit dem Deckel hört sich irgendwie auch geil an. Als wäre es ein Turbomotor. Hört mal hin. Der zischt so.